Zufriedenheit aus der Erfahrung des Selbst. Kommentar zum Vivekachudamani, Vers 529. Shankara schreibt: Gacchamstishthan upavishan chayano vanyatha piva yathechaya vasedvidvan atma ramasada munihi. Gleich ob stehend, sitzend oder liegend oder in jedem anderen Zustand, in jeder anderen Position, der erleuchtete Weise, dessen alleiniges Vergnügen im Selbst liegt, lebt zufrieden. Wie wirst du also zufrieden? Indem du das Vergnügen, die Freude im Selbst fühlst. Und zwar egal, in welcher Situation du bist. Er sagt, stehend, sitzend oder liegend. Natürlich, die sitzende Meditation hat ihre eigene Schönheit. Aber auch abends, bevor du einschläfst, wenn du liegst, kannst du einen Moment deine Aufmerksamkeit auf das Selbst richten. In der Tiefe deines Wesens, in der Verbindung mit allen Wesen, in der Verbindung zu deinem Partner, deiner Partnerin. Wenn du morgens aufstehst, spüre die Tiefe deines Selbst. Spüre das Selbst überall, mindestens in deiner Familie. Wenn du dann zur Arbeit gehst, in diesem Moment wieder und wieder, spüre hinter allem, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, da ist das Selbst. Und wenn du dann zu deinen Kollegen kommst, dehne deine Bewusstheit aus, spüre, in den Kollegen ist das Selbst. Und selbst wenn du in einem gewinnzielorientierten Unternehmen arbeitest, hinter allem ist das Selbst. Natürlich, angenommen, du bist nicht zufrieden bei deiner Arbeit und du stellst fest, deine Arbeit hilft dir nicht weiter auf dem spirituellen Weg, vielleicht solltest du die Arbeit wechseln. Bei Yoga Vidya suchen wir auch immer wieder sogenannte Sevakas, Mitglieder der spirituellen Gemeinschaft. Es ist also sehr wohl möglich, dass du einen spirituellen Arbeitsplatz haben kannst. Arbeitsplatz in Anführungszeichen, denn wenn du bei Yoga Vidya Sevaka wirst, ist es ja keine normale Arbeit mehr. Du kannst sagen, ich habe Frau und Kind oder Mann und Kinder, ich habe pflegebedürftige Eltern. Gut, es mag sein, dass nicht für jeden das Leben in einer spirituellen Gemeinschaft möglich ist. Aber für jeden ist es möglich, immer wieder Zufriedenheit aus dem Selbst zu bekommen. Egal in welcher Situation du bist, nichts sollte eine Ausrede sein. Immer wieder erinnere dich daran. In der Tiefe deines Wesens ist das Selbst. In allen, mit denen du zu tun hast, ist das Selbst. Die ganze Welt ist ein Ausdruck von Brahman. Bei einer einen Ebene ist die ganze Welt ein Traum. Aber es ist der Traum von Brahman und deshalb besteht die ganze Welt aus dem Traum von Brahman. Und aus dieser Bewusstheit heraus genieße das unsterbliche Selbst.